glaube, dass die Leute sehr ängstlich, vorsichtig, skeptisch sind. Das ist kein Stadtteil, wo es schon eine bunte Mischung an Leute gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig wird. Den Sarg habe ich erstmal damit verbunden, dass ich das traurig finde, dass das sozusagen keine oder wenig Toleranz für die Flüchtlinge gibt. Ich finde es ganz wichtig, dass auch Eppendorf Flüchtlinge aufnimmt und dass sie halt integriert werden. Also sie müssen überall hin, in jeden Stadtteil. Im Moment weiß ich, dass halt viele dagegen sind, dass sie das halt schon irgendwo stört, dass jetzt auch der Platz halt da vereinnahmt wird. Ich sage auch für mich persönlich, abwarten, wie es sich entwickelt. Ich finde diese Aktion mit dem Sarg nicht gut, weil es halt von vornherein eine Ablehnung ist. Es ist ein Angriff. Wenn man das vernünftig verteilt in Hamburg, in Rahl steht, B steht überall, dann muss auch Eppendorf eins bekommen, weil sonst ist es unfair, nur weil wir hier in Eppendorf sind, dass sie es nicht nötig hätten, sag ich mal. Der Sarg ist too much, also es geht gar nicht. Das ist, also, wir haben ja auch irgendwelche Menschenrechte und Grundrechte und das geht gar nicht eigentlich. Also, ich war geschockt. Also das sollte wirklich nicht sein. Also das ist echt übertrieben. Ich denke mal eher aus Angst, weil sie damit nicht konfrontiert worden sind bis jetzt. Für mich ist das schon sehr schwarz, so von wegen, es wirkt ein bisschen totenhaft, so nach dem Motto, wenn wir hier ein Flüchtling sein hätten. Ja, ich weiß. Will man gar nicht weiter ausmalen.